Ja, heute möchte ich euch einmal zeigen, wie man auf einen Tascam DB24 ein Lied aufnimmt, ein Lied mastert und ein Lied auf CD brennt und wiedergeben kann. Als erstes gehen wir in die Menütaste rein. Dort erscheint als erstes oben links Song. Dann drücken wir F4. Dann drücken wir nochmal F4. Wir wollen etwas kreieren. Gehen wir bei Create rein und drücken wieder F4. Das Gerät schlägt mir gerade den Namen Song 13 vor. Ihr könnt hier oben mit dem Rad könnt ihr eigentlich immer den Titel des Songs eingeben. Machen wir heute mal nicht. Ist jedem seine Wiese. Jetzt drücken wir auf Yes S2. Das heißt also, wir wollen diesen Song jetzt runterholen auf die Display. Und da steht schon im Display drin, Song 13. So. Jetzt brauchen wir natürlich erstmal eine Aufnahmequelle. Diesen Zweck habe ich hier den PC angeschlossen. Jetzt gehen wir auf die Home-Taste zurück und schließen und lassen erstmal ein Liedchen runterdrallen vom PC, dass wir dann sekundenweise aufnehmen. So, drücken wir Play, Rekord. Und wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch dazu trällern. Das klingt dann gleich so. Wo tief in bin ich ein Kind geblieben, erst dann, wenn ich nicht mehr spüren kann, weiß ich, es ist für mich zu spät. So, das sollte ausreichen als Test. Wir drücken die Stopptaste und gehen in Mixer. So, den Mixer könnt ihr hier aus- und einschalten mit der blauen Taste hier. Ihr seht am Display stehen On-Off. So, ich habe ihn eingestellt hier oben auf Plus 2, das ist High Gain. Dann habe ich Mid Gain auch auf plus 2 und Gain Loft auf plus 6 eingestellt. Mal schauen, mal wie es klingt. So, wir müssen jetzt auch den Punkt setzen, an dem das Lied alles sein soll. Dann drücken wir die Mark-Z-Taste und warten den Moment ab und drücken dann die Out-Taste, wenn man meint, das Lied kann dort ausgeschaltet werden, ne? Und zwar hier. So, jetzt haben wir die Out-Taste gedrückt und schauen wir nach. Jetzt wird gezeigt. Jetzt gehen wir in den Mixdown Mastering, das ist diese Taste rein. Ab. So. Jetzt sind wir in Mixdown Mastering drin. Und drücken die Rekordtaste. Mann! So, dann haben wir erstmal hier vorgezogen und haben an der Stelle haben wir dann die Mark-Z-Taste gedrückt, gehalten und die Out-Taste gedrückt und haben dann, ich zeige es nochmal, da oben das Lied beendet. No? Jetzt müssen wir das Ding nochmal sichern, komplett. Das wird jetzt nochmal aufgenommen, dass wir es dann mastern können. Ihr wollt, könnt ihr natürlich auch dazu drinnen.
So, jetzt haben wir das als Stereo aufgenommen. Jetzt drücken wir nochmal Mastering. Und da sind wir in der Master-Taste drin. Hier haben wir dann. Hier haben wir dann den EQ, den Equalizer. Hier haben wir dann den Multicomp. Den schalten wir hier mit der Taste ein. Jetzt ist es off. Off, on. So. Und dann hätten wir hier noch den Nose-Sub-Splitting. Den schalten wir auch hier ein. Auch eingeschalten. Gut. So, dann haben wir hier die Norm. Da sage ich ja. Möchte ich auch haben. Ein bisschen Power drauf kriege auf das Video. Und dann immer auf die Musi. So. Jetzt ist komplett. Jetzt nehmen wir den ganzen Spaß nochmal komplett ab. Jetzt habt ihr gemerkt, ja, jetzt gehen die Regler nämlich nicht mehr. Jetzt nimmt er unsere Mischung komplett auf. Müsst ihr also aufpassen, dass ihr die Hand am Verstärker habt. Nicht, dass er euch so wie ich eben erschreckt über die Lautstärke. So, das war's. Jetzt drücken wir die Home-Taste. Mastering aus. Und jetzt beginnt der zweite Teil. Jetzt beginnt das Übertragen auf eine CD. Wir wählen dazu die CD-Taste. Wir warten kurz. Drücken die F3-Taste und legen eine CD ein. So, das Problem ist, dass nicht jede CD auf diesem Gerät läuft. Ich habe schon eine ganze Menge weggeschmissen, bis ich die richtige gefunden habe. Also, wir legen hier die CD ein, schieben das Fach zu und gehen mit dem Cursor runter auf Master weiter. Drücken wieder F4. Jetzt fragt er uns, welchen Titel, dann gehen wir ganz runter. Wir haben aufgenommen, wir hatten die Nummer 11. Die Nummer 11 ist hier oben. Ne, 13. Eieiei. Ja. Ja, wir hatten die Nummer 13 und 55 Sekunden. Jetzt sagen wir ja. Okay. Brennen. Ja, klar wollen wir brennen. Und jetzt warten wir ab. Jetzt wird die CD erstmal vorgegangen. Dann schauen wir mal. So, komplett. Los, die Snappy, 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 Snappy. Und jetzt wieder CD drücken. Jetzt tun wir es gleich finalisieren. Da haben wir das Theater weg. Yes. Yes. So, damit wir es auf dem anderen Gerät auch abspielen können. Trotzdem schauen wir mal rein, ob er es überhaupt drauf hat. Das machen wir auch gleich. Finalisieren. So können wir's, somit können wir es auch auf anderen Geräten abspielen. Ansonsten ging es nur auf den Tascam DB24 oder wie man auch den Gerät, auf dem ihr es aufgenommen hättet. Ich hatte schon einmal, als ich das Gerät neu gekauft hatte, habe ich krampfhaft im Internet gesucht, aber es gab kein einziges deutsches Video, das mir gezeigt hätte, wie man es machen könnte. Aus dem Grund habe ich es mal reingelegt. So, komplett. Jetzt gehen wir wieder rein in CD. CD und schon Play Import. Wollen wir mal gucken, was auf der CD drauf ist. Drücken wieder F4. Und dann zeigt er uns, dass Track 1 52 Sekunden drauf ist. Und das klingt dann so. Okay, stopp. Jetzt wieder CD. F3.
So, jetzt nehmen wir die CD raus und bringen dieses anderes Gerät rüber. Und zwar drehen wir alles rum ganz langsam. So, das Kabel wieder im Wege, einen Moment. Zack, und jetzt gehen wir hoch zum Monitor. So, jetzt legen wir die CD erstmal ein. Upsi, upsi, upsi. So, bringt den Monitor wieder zum Laufen. Dauert einen kleinen Moment. Und machen hier aus und schieben die CD rein. Und hoffen, dass wir jetzt hinkommen. Schauen wir mal, jawohl, es kullert schon. Ich halte mal das Gerät an, sonst hört man ja nichts. So. Und es wird blau. Und dann hoffen wir, dass das Lied abspielt. Abwarten. So, den Ton abdrehen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch das mit drin lassen. Das Mikro machen wir. So, fangen wir mal von vorne an. So, da wird's. Und wenn ihr wollt. So, die Tonqualität bisschen zu entschuldigen auf einen normalen. Klingt es natürlich völlig anders. Ich hoffe, es hat euch etwas gebracht. Ansonsten könnt ihr mich ja schreiben. Auf E-Mails beantworte ich dann auch die Fragen.